the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich bin wieder im Funkstart, habe den Gianni bereits eben abgegeben und telefoniert mit meiner Krankenkasse, denn ich weiß nicht mehr, wo ich meine Versicherungskarte hin habe, muss aber hier die noch abgeben beim Hautarzt. Ich werde mir wieder etwas machen lassen, und zwar die Augenringe, und deshalb bin ich jetzt hier. Und dann brauchte ich noch einen Nachweis, dass ich sehr lange bereits bei der Versicherung als Kundin bin. Und das wird mir jetzt alles fertig gemacht. Am Telefon war der Herr total nett. Egal, was ich gesagt habe, hat er, ja klar, mache ich dir fertig. Und jetzt kommt alles. Die Karte dauert um die 2 Wochen. Faxen werden die gleich zu meinem Hautarzt. Und das andere, was ich brauche, das macht er mir jetzt auch fertig. Okay, ich habe eine Sonnenbrille, weil meine Freundin hat ein Foto gemacht, wo sie das machen lassen hat. Es sah furchtbar aus. Eventuell kann es sein, dass ich auch einen Bluterguss bekomme, deshalb die Brille. Und da der Termin, glaube ich, jetzt in 2 Minuten ist, gehe ich mal rein. Also, okay, meine Lieben, ich bin wieder da. Sehe genauso aus wie vorher. Ich habe jetzt eine Viertelstunde gewartet und ich muss sagen, also wenn ich krank bin und beim Arzt bin, ist alles okay. Aber wenn ich gesund bin und einfach nur etwas Schönheitsmäßiges machen möchte und sitze dann da unter so vielen kranken Leuten und höre, was sie denn alles haben, kriege ich so ein bisschen Gänsehaut. Der Klaus macht das etwas anders. Wenn jemand zu ihm kommt wegen zum Beispiel Faltenunterspritzung, dann lässt er andere Termine machen. Das finde ich auch sehr angenehm. Es ist halt Beauty. Es ist sehr teuer. Ich bezahle sehr viel Geld dafür. Und jeder hustet mich an. Dabei bin ich schon... Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es abgesagt. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, ob das mein Körper vielleicht irgendwie gerade nicht so mitmacht, oder vielleicht hätte ich jetzt alles blau, keine Ahnung. Und ich höre auf mein Bauchgefühl und gehe und gut ist. Hast du einen braunen Superteil an? Wie braun bist du denn? So. Das Wetter ist bei uns nicht gerade hell, wie man sehen kann. Ich bin jetzt zu Hause angekommen und mache uns einen Kaffee. Ja. So, meine Lieben, ich bereite mein Leben vor für einen Auswanderung. Ich bin die ganze Zeit am PC, aber eben hat es geklingelt, der Ich ist weg. Ich komme! Das sind wahrscheinlich meine Kopfhörer. In 2 Wochen sehen wir uns, glaube ich, wieder. Alles klar. Danke, ciao. Ey, der Arme, es regnet voll. Und jetzt, ich denke mal, fassen die Rosa in den Koffer, oder? Also wir gucken mal. Ist das nicht cool? Ich habe die schon damals bei Apple gesehen und habe mir gedacht, boah, die sind echt mal schön. Also, wow. Oh, so klein? So Baby! Very nice. Ist sehr cool. Okay. Und damit kann ich jetzt hören. Wozu denn die Ohren anlegen lassen, wenn man nicht einfach das Ganze so lösen könnte? So, ab sofort brauche ich meine Ohren nicht mehr anlegen zu lassen. Okay. Also ich habe einen Ton gehabt, und was ist jetzt, wenn ich einen... Das ist ja genial für die Kinder. Okay. Geil. Ich gucke hier die Nihan und höre sie hier. Geil. Und eine richtig gute Qualität. Ich rufe mal aber jemanden an. Und zwar den Igi. Hi Schatz. Hörst du mich? Und... Okay.
Muss ich das Handy jetzt in der Nähe? Also er ist gerade beschäftigt. Einfach mal Hammer. Was für eine Qualität. Wie weich. Achso, was habe ich jetzt? Athletik. Turnverein habe ich jetzt für die Athletik gekündigt, weil ich glaube, ich habe die letzten Jahre einfach nur bezahlt. Aber bin nicht hingegangen. Jetzt muss ich noch mein Handy kündigen. Ich schiebe normalerweise diese Sachen immer gerne vor mich hin, weil sie sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und ich wenig Zeit habe. Das muss jetzt einmal gemacht werden, weil sonst komme ich einfach nicht hinterher. Deshalb bereite ich das alles vor. Und ach so, und ich muss mehr Struktur reinbringen in mein Leben. Dazu gehört natürlich auch, dass die Kinder regelmäßiger früh ins Bett gehen, aber das werde ich jetzt auch ändern. Was ich gerade gemacht habe, weil ich sehr lange dafür brauche, die Videos zu verlinken und alles, jetzt habe ich sie auf einer externen Platte, Festplatte mit Datum, das hilft mir schon, weil sonst ist es ziemlich schwierig zu finden, welches Video zum Beispiel vor genau einem Jahr war. Das habe ich hinbekommen und eben ist mir dieser Gedanke gekommen, warum kannst du das nicht einfach noch zu dem Video dazu schreiben in die Information, den Link. Ich habe jetzt immer das Video mit dem zugehörigen Link. Wenn ich dann auf Informationen drücke, habe ich alles beisammen, weil so suche ich, ich gehe immer online und dann suche ich das raus. Sehr zeitaufwendig und ja, durch diese Struktur versuche ich jetzt alles etwas besser hinzubekommen. Ja, und heute werde ich auch unten gucken, wie ich alles aufbaue, wegen Videodreh. Okay, aber Turnverein habe ich jetzt fertig. Jetzt noch mein Handy kündigen. Der Idi ist da! Oder? Freddy? Ja. Oh, ups. Hi Freddy! Hi! So, meine Lieben, wir bereiten ein paar Sachen in der Küche jetzt vor. Der Idi macht Köfte. Ich mache jetzt ein Eis. Ich habe schon mal alles vorbereitet. Wie ich das jetzt mache, ist jetzt, seht ihr gleich, ich mache das, man muss es auch in die Gefrierfach machen. Ich das Ganze jetzt mache, seht ihr jetzt, Mama, ich mache jetzt einfach noch eins. Was hast du da drumherum? Kopfhörer. Warte. Ja. Und Iti, wie ist das? Iti! Isel, hörst du mich? Entschuldigen Sie, Iti ist kalt. Hallo, Isel! So, Schatz, und? Wie sieht's bei dir aus? Perfekt. Endlich mal sind meine... Nicht verbrannt, ne? Nicht verbrannt. Das sieht wirklich wunderbar. Wow. Nee, sieht echt gut aus. Sieht super, super aus. Saft ist drin, alles ist drin. Ich habe mir jetzt Peperonis in den Ofen, der bereits aufgeheizt ist. Peperonis aufgeheizt, Zwiebel reingeschnitten. Frische Zwiebel, angebratene oder gebackene. Peperonis und frische schneide jetzt Tomaten rein. Und das werde ich mit Salz, Pfeffer, wenn man mag, Olivenöl mit Tomatenmark mischen. Und dann ist das so wie so eine mediterrane Paste, das einfach genial schmeckt. Mit Salz, Pfeffer auch schmecken natürlich, sehr wichtig. Das ist doch nicht scharf. Ja, Schatz. Er hat ja auch das Frühstück verschlafen. Danny ist da. Ich weiß nicht, ob du den Weg hin und zurück. Ach, warte kurz, ich bin gleich fertig, dann können wir hinfahren. Ich wollte nämlich auch Wassermelone für Gian. Ja, warte noch ein bisschen noch. So, meine Lieben, es gab Zeiten, da habe ich nur geredet und erzählt, was ich alles vorhabe. Und jetzt mache ich es anders. Ich versuche ja wirklich die Sachen umzusetzen.
die Athena hatte Besuch gehabt und der Papa kam sie eben abholen. Und den kenne ich ziemlich gut. Wir sind befreundet und ja, er hat gearbeitet in einer Anwaltskanzlei, die dafür zuständig sind, den Leuten zu helfen. Meistens Arbeitnehmer, die in die USA gehen wollen. Und ja, auch mitunter Privatkunden, so wie ich. Ja, er stellt den Kontakt her. Okay, die Kinder wollen unbedingt zu Penny. Der Edi ist weg. Der hat meine Legria weggebracht, weil sie kaputt gegangen ist zum zweiten Mal. Das erste Mal ging der Schutzdeckel vorne von der Linse nicht. Das, ich glaube, nach einem Monat. Und jetzt konnte man die Speicherkarte nicht reinmachen. Sammy, wir müssen noch den Gianni anziehen. So, Gianni, komm, gehen wir. Ja, er hat die nächste. So, wir haben den Einkauf betätigt. Das hat der Gian geholt. Das hat der Gian geholt. Das war ich, Argelia. Und ja, die Iti hat auch noch Eis geholt. Dieses Wassermelone-Eis schmeckt so lecker. Mama auch Eis. Mama. Also von mir aus könntest du, aber geht halt etwas schwierig mit dem Eis in der Hand. Gib her das Eis. Eins ist für mich und dann noch eins für dich. Und auch nicht. So, meine Lieben, in der letzten Zeit komme ich mit dem Training nicht so wirklich mit, weil es geht mir immer noch nicht so ganz gut. Morgen bin ich auf jeden Fall bei Klaus, weil das mit meinem Atmen wird ja, einfach nicht besser. Deshalb habe ich versucht, mich so ein bisschen auszuruhen, aber muss dazu sagen, die Kinder halten nicht so viel davon, ein bisschen auf die Bremse zu treten, sondern geben richtig Vollgas. Eigentlich genieße ich es ja auch. Aber naja, also ich gehe einfach morgen zu Klausi. Der soll mal gucken, was bei mir alles schief läuft. Und ja, ab morgen wird wieder ganz normal gedreht. Also meine Lieben, ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns morgen früh wieder. So geht das. Oh, du bist nicht mehr süß. Ich hab mir auch so was nicht von den... Was ist mit Edi? Guck, da hab ich... Und ich krieg Blumen, wusstest du das? Cool, gell?